Philipp, danke für den Zapf. Das Video, oder was? Was läuft, was das läuft? Willkommen zum nächsten Video. No, Abseits, super. So schlecht. So wie ich in NBA, NBA 2K. Wo bist du denn? Ich bin am Würfelpark, wir warten. Okay, wunderbar. Fahr mich in die Würfelpark. Habt ihr Bock auf Musik? Ja, bitte, ein bisschen Musik kann nicht schaden, Junge. Ihr seid aber nette Häftlinge. Gut. Wunderbar. Bin kein Freund. Was spielt ihr denn so? Die spielt doch auch Valorant. Was hat er vorher gesagt? Bin kein Freund. Was spielt ihr denn so? Die spielt doch auch Valorant, oder? Also ich will nicht sagen, er hasst die Melodie, aber er guckt immer so wie ein Dulli. Achtung. Hier ist er, und jetzt? Ja, der guckt doch süß! Was ist das denn jetzt hier? Kaum RP und kein Gigant. Sehr gutes Video. Warum hat das 1300 Likes, Digga? Wollt ihr mich f***en? Gleich eins aufs Maul. 1376. Pelzer! Es gibt wirklich eine Chrome-Erweiterung, mit der man Likes und Dislikes sehen kann? Wie krank ist denn das? Funktioniert das jetzt? Warte mal. Junge! Einfach jetzt von jetzt auf gleich habe ich einfach wieder die Dislikes da. So, nach dem unerwarteten Urlaub. Wo ist das eine? Oh, ich find's gut, dass er nicht direkt hochgescrollt hat, sondern ein paar Sekunden drauf geblieben ist, damit man es schön sehen kann. Haben wir auch gleich installiert. Wieso, was ist das denn für ein Hype? Wieso aufs Klo? Ist ein Trend bei uns auch? Das sind TikTok-Trends, TikTok-Memes. Bei euch hängen überall Streamer und YouTuber auf dem Klo. Ist der heiße Scheiß. Ist die Jugend am Zahn der Zeit? Komplett im Hype? Macht euren Trend weiter. Geht schön schießen und schaut mir dabei direkt in die Augen. Let me take a selfie. Ich fühle immer noch am meisten von den Bildern. Das finde ich richtig gut. So schaut mein Hund mich immer an. Das ist aber auch noch gut. Oh mein Gott! Anton Wurz Trauerfeier. Damn, who knew? All the planes we flew. Von wem die Trauerfeier? Okay. Erwachsene Männer heulen wegen einem Computerspiel, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Wo bin ich denn hier eigentlich? So, Timo beschwert sich gerade. Hab bereits... Also ich muss sagen, das erste Spiel, weswegen ich geweint habe, öfters, eigentlich so ziemlich immer, ich habe das Spiel öfters gespielt, ist The Walking Dead von Telltale Games. Das erste Game davon. Und ich habe das davor, egal wie oft ich das schon durchspiele, ich glaube, ich habe es jetzt 5-mal durchgespielt, jedes Mal fange ich an zu heulen am Schluss. Ich weine, wenn ich Solo Queue und League spiele. Ja, da auch. Da weine ich immer ohne dieses Save. Warum? Ohne Grund. Einfach, das ist sinnlos. Bekomme ich Timeout wieder? D. Timeout wieder? S. Moin. D. Mods sind hier doof. Mies. A. X. D. D. In dem Sinne sage ich, wiederschauen und reingehauen. Ey, Lebensziel erreicht, vielleicht war das dein Ziel. Dieser Typ und dieser Mann wollten uns wirklich den größten Boxkampf Deutschlands verkaufen. Mickey ist darauf schon vorbereitet. Und bei Trimax sieht's so aus. Mann, hier ist ein Skelett in der Höhle, das greift mich dreimal an. Mann, der ist so doof. Soll ich auch mal einen Boxkampf machen? Denkt ihr, ich würde gewinnen? Ja klar. Ihr würdet auf mich wetten, Auto, oder? Was mich angreift. Ja, ich bin sehr gut. Also ich kann mich sehr gut um Tiere kümmern. Das geht in dem Game auch so richtig realistisch. Du kaufst ein Pferd für 4.000. Kümmerst dich um... Kosten Pferde 4.000 Euro in Real Life? Um das und verkaufst es dann. Dein Monatsgeld auf Visa. Glaub mir, ich kann aggressiv werden. Das bei Aldi dann in die Tiefkühlersanie rein, oder was? Ich hab beide einfach genommen. Boah, diese Wurst, die schmeckt. Guck mal. Boah, was ist das denn? Bruder, was geht hier ab?
Aber hier ist so. Er spielt Auslöser. Mehr? Du musst am besten aus Diorit bauen. Ja. Oder aus Nether. Alter, let's go. Er hat's echt gemacht, ne? Wie gut. Hat man das gehört, oder was? Nee, oder? Und es gab, glaube ich, noch nie eine Zeit auf YouTube, in der es wirklich, zumindest in meinem Universum, in meiner Wahrnehmung, so wenig Content gab, okay? Und Sascha bereichert es sehr, sehr geil mit meinen mit seinen Videos. Do you remember when it was nice? Mach Vlogs. Genau, ich laufe so durch Madeira morgen, so. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Heute, wir gehen mal wieder zu Kevin nach Hause und ja. Hör mal auf. Ich finde es sehr unangenehm, so mit einer Kamera rumzulaufen. Jedes Mal, wenn ich vlogge, okay, ich habe einmal gevloggt. Hier ist die Kamera. Ich habe die Kamera so gehalten, damit sie nicht auffällt. Und das Ding ist, es fällt trotzdem auf. Ich habe gevloggt. Mensch, ganz viele Videos wurden rausgekartet. Ich habe gevloggt. Jedes Mal, wenn ich gevloggt habe, wurde ich ausgelacht. Also habe ich dann nicht mehr gevloggt. Genau. Alter, den scheiß Skark im Badezimmer. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Nichts Nervigeres als kleine. Wenn er das Bild irgendwann wegräumt, dann denkt er, da steht nochmal. Was? Ich habe das Video gesehen, aber vielleicht habe ich die Stelle geskippt, als ob. Da steht ja wirklich einer. Ich habe gedacht, ich habe alle entsorgt. Da ist noch einer. Ey, Mann. Hinter dem Scheißbild, Jungs. Ach komm. Geile Aktion, Mann. Jungs, ihr seid die absolut Besten. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit dem Sascha, ja. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. Mickey, danke, den Zappel Strime. Wo sind die anderen beiden? Oh Mann, ist halt echt so, Serena, wirklich. Minuten, bin auch in 5 Minuten komplett ready. Dann schreibe ich geil. Hallo Max. Hey, moin. Alles gut? Fertig, was vor der Arme, so im Arsch. Hey, ja, ich bin heiser. Alter. Warum? Aufgewacht oder Halsschmerz und heiser. Ich hab jetzt die ganze Zeit dieses Meme im Kopf, dass ABK kommt. Wie der tut, ey, wie der tut. Der ist gar nicht heiser. Das ist alles. Weißt du? Es gibt auch so ein Meme, was gemacht wurde. Das war voll witzig. Bart wuchs auf Breakdance angelehnt, Digga. Nennt man das Bart? Ich glaube nicht. Es ist ein Ohrwurm, für den schäme ich mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Es ist ein Baba-Song und zwar ist es Shirin David mit Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Ich erhöhe das nicht. Du liebst mich nicht. Man kann eine Compilation machen, mich A spielen und jedes Mal kann. No, no, no. Oh mein Gott! Und der ist Diamond! Und der Diamond, der ist Diamond! So schlecht. Hab ich Untertitel an? Oh. Ich hab nicht gemerkt. Ja, Jungs? Ja? Gott. Aber göttlich, wie man das doch das hört. Das Lustige ist, Digga, Leute machen sich da gerade noch so den Monitor wegbewegen können mit dem Schlag. Ohne Witz, jedes Mal, wenn er schlägt, Hugo, listen to me, please listen. Es gibt so einen Sound, der macht irgendwie so, wenn man irgendwo gegenschlägt. So, es soll andeuten, dass es kein fester Schlag ist. Das musst du jedes Mal machen, wenn er schlägt. So. Das ist so witzig. Super lustig, wie man kurz sagt. Aber sagen zu Kirche, Kirche. Gibt's keinen Unterschied, Kirche, Kirche. Digga, bist du doof? Ey, Bruder, lass doch Sonntagmorgen um 10 Uhr in die Kirche, Kirche gehen. Oder Tisch, Tisch, Tisch. Was denn jetzt, Chat? Ey, ist halt solche Spinner manchmal. Ist das jetzt Shisha-Tabak oder was mache ich damit? Es ist doch Pulver. Ach so, Pulver war das. Ich hoffe, Mickey schaut nicht zu. Der Weiße, der schaut cool aus, Mann. Das Problem ist halt nur, dass sein Gesicht hier drauf ist. Oh. Thank you for the subscription. Oh my gosh. Appreciate that. Thank you. Thank you. Thank you for your subscription. Oops. Sorry, ich habe jetzt irgendwas von Hannah Montana gemacht. Wie hat das letztens nochmal gesagt? Der Monte meinte doch so, hi. Und hat er so einen Po in die Cam gemacht. Ich bin die Marcella. Welchen Kerl könntest du das jetzt auch machen? We'll be right back.